Lass uns über Mut Mama reden. Krasse Formation, krasses Konzept. Gab's das schon mal? Ich glaube, nein. Also zumindest nicht in Deutschland. Also es gibt schon eine Band, die so ähnlich funktioniert. In Amerika. Amerika, dem großen Land der Träume. Die heißt Youngblood Brass Band. Die hat eine sehr ähnliche Besetzung, machen aber soundmäßig was anderes als wir. Also Mut Mama besteht aus 7 Bläsern, 2 Drummern und mir als MC. Und ist auf jeden Fall fett. Also es ist ein unglaublich krasses Live-Ding. Und ich denke, jeder, der sich das live anschaut, wird sich dem nicht entziehen können, egal ob er Fan von Blasmusik ist oder nicht. Ich hab da so ein Gespür, ich will was sehen. Die Welt steht vor meiner Tür, von all den Wegen. Zum richtigen, der weiter führt, geht das Gefühl, dass dein Leben nicht weiter führt. Mein Herz will, mein Herz will, mein Herz will schneller als ich denken kann. Mein Herz will schneller als ich denken kann. Ich bräuchte 61 Minuten, 25 Stunden am Tag. 8 Tage, Wochen lang und die Woche im Jahr. 61 Minuten, 25 Stunden am Tag. Es hat auf jeden Fall nicht die ekelhafte bayerische Komponente, die man vielleicht hineininterpretiert, sondern eher die fette bayerische Komponente, die man hineininterpretieren sollte. Das wollte ich nur dazu sagen. Mut Mama, www.mutmama.com, M-O-O-P-M-A-M-A.com. Wir hoffen, dass unser Album im März erscheint. Dann habt ihr ein Konkurrenzprodukt da. Nein, Spaß. Im März kommt auch mein Album. Ja, ich habe auch Bläser auf meinem Album. Ja, weibliche. Und, oh Gott, Alter. Ja, okay. Wir driften. Habt ihr denn, was mich interessiert hat, weil ihr ja Unplugged spielt im Prinzip, oder? Also habt ihr die Möglichkeit, habt ihr dann überlegt oder habt ihr vor, auch in der Fußgängerzone zu spielen? Also das Ding ist, dass diese Besetzung tatsächlich entstanden ist aus dem Blickpunkt heraus, dass man Unplugged spielen will. Also 7 Bläser und 2 Drummer ist deshalb so, weil, also wir haben das muss man jetzt erklären, das Schlagzeug haben wir aufgeteilt sozusagen auf 2 Personen. Es gibt einen, der eine Marching Drum, Bass Drum spielt und eine Marching Snare Drum. Das heißt, die Leute können sich die Sachen umschnallen und das Schlagzeug ist auch transportabel, so wie die Bläser auch. Und wenn wir rausgehen und auf Straßen oder in Parks spielen, dann rappe ich mit Megafon. Toni ist auch oft am Start, hat auch ein Megafon dabei. Und wir spielen dann tatsächlich unverstärkt einfach so in Parks und auf Straßen, weil das einfach auch das Ziel der Band ist. Einfach die Musik dahin zu bringen, wo sie hingehört, nämlich vor die Leute. Und vor allem vor die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen. Also nicht nur in irgendwelchen abgefuckten Clubs rumzuhängen, sondern auch einfach mal auf die Straße zu gehen und zu machen, was man will. Gab schon ganz schöne Konzerte im Englischen Garten und wir haben sogar so schon mal eine ganze Tour um den Bodensee gespielt. Also das ist schon passiert in Fußgängerzonen so. Das ist auch schön. Solange bis die Polizei kommt. Das ist auch passiert, ist ja. Warte mal, ist das so? Kommen die irgendwann und sagen, also es ist so, ja. Also es kommt drauf an, wo man spielt. Also das mit der Polizei ist uns tatsächlich schon mehrmals passiert. Einmal in Bregenz, da waren das sehr diensttüchtige Ordnungshüter, die erst ein echt böses Gesicht aufgesetzt haben und versucht haben, uns zu stoppen. Aber das Geile daran ist, dass die Band wahnsinnig viele Leute begeistert. Also auch Leute, die normal mit Rap nichts zu tun haben oder so, die einfach den Sound gut finden. So. Und wenn so ein Bullenpärchen ankommt und versucht, diese Band zu stoppen und da stehen einfach 100 Leute davor, die zufällig vorbeigekommen sind und Buh rufen, wenn die Polizei eingreift, dann hat das eine gewisse Präsenz einfach.
sodass den Polizisten dann gerne mal das Gesicht runterfällt und sie nicht mehr wissen, wie sie reagieren sollen. Aber genau das ist auch, was das Ganze interessant macht. Also weil das kriegt einfach eine politische Komponente so. Also wir können ein Statement machen einfach. Wir spielen da und wir tun es und wir sind da. So. Also wenn uns jemand aufhalten will, dann soll er es tun, aber er wird mit der Meinung der Leute konfrontiert werden. So ist es einfach. Und das ist schön. Das hört sich ja schon fast nach demonstrativen Zügen an hier. Ja, ist ja eigentlich ganz geil, weil in Bayern darf man ja nicht demonstrieren. Ne? Deswegen, ja, sehr geil, sehr cool. Ne? Die Macht des Volkes, sozusagen. Wir haben zum Beispiel auch in München ein Konzert gegeben am Gärtnerplatz, was so der einzige Platz ist, der in München im Sommer wirklich belebt ist, wo es richtig schön sein kann. Und haben da gespielt und es hat sich echt eine Masse gebildet, die echt aus richtig vielen Leuten bestand. Es war dann fast wie so ein Festival. Und irgendwann kam zwangsläufig die Polizei, das war klar. Aber man hat so richtig gemerkt, ich habe dann aufgehört, freiwillig und noch am Schluss gesagt, ja, danke an die Polizisten, die uns haben das letzte Lied zu Ende spielen lassen. Jeder weiß, was ich meine. Prost. Und die Polizei war sogar so cool, uns dann als Band noch Fotos machen zu lassen mit ihrem Polizeiwagen. Und nachdem sie ihren Dienstblock weggesteckt hatten, so okay, wir müssen jetzt eure Adressen aufnehmen, wer ist hier verantwortlich, haben sie den Dienstblock weggesteckt, den Privatblock gezückt und gefragt, wie heißt eure Band? Sehr geil. Ich danke euch. Bis bald. Primate City TV out. Ein bisschen spackig war das dann schon am Ende. Bist du gut rausgekommen. Peace!